Ich erinnere mich ganz genau, dass ich auf der Erde lag, über die Chaussee. Wir haben ja die Chaussee von Fallenda bis Weidersburg. Wir haben geweint, weil die Stadt so brannte. Wir können nämlich von Weidersburg, da oben von der Höhe, können wir schauen. Als wir evakuiert wurden, da sagten die, wir tun sie in die Obhut vom Koblenzer Roten Kreuz. Wir haben nicht viel gefragt. Da bin ich ja durch drüber gegangen. Da kann ich mich noch genau an die Schuttberge noch erinnern. Schutt und Elend. Man hat gehofft, das wird jetzt schön wieder alles, aber es blieb lange so im Kriegszustand. Wir sind geflüchtet während des Bombardenangriffs vom Oberwert Richtung Bahnhof, weil wir ja verschickt werden mussten. Mussten wir auch dahin und sind dann ein bisschen an den Zug und haben dann einfach die Bahn überquert während des Angriffs. Und dann kamen ja keine Züge mehr und das haben wir dann schon miterlebt. Ich war ja nur mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen und sind dann vom Oberwert aus irgendwelchen Gründen, konnten wir den Bunker nicht mehr benutzen, sind wir über die Bahngleise am Bahnhof gelaufen während des Angriffs und haben dann oben vom Himmel die Sternschar gesehen. Das heißt also die Bomben, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und sind dann, ich habe meiner Mutter das alles gezeigt, guck mal da oben die Sterne, komm, wir müssen weiter. Und sind dann in den Bunker in der Römerstraße geflüchtet. Das ist kein Bunker gewesen, das ist also die unter dem Berg war da der Bergtunnel. Und da mussten wir rein. Es waren ja keine Lichter in dem Bunker drin oder in dem Stollen, sondern waren ja nur die Beleuchtung von den Soldaten, die da uns beschützt haben. Mit Taschenlampen und Stirnlampen oder. Mein Vater hat damals in dem Haus in der Thielenstraße irgendwas gemacht, hat unten einen Kellerraum wie so einen Luftschutzraum ausstatten lassen. Und dann gab es aus dem Keller, da gibt es ja dann in den Häusern unterhalb der eigentlichen Etage diese Kellerfenster, gell? Und da weiß ich ganz genau, da wurde über dem, im Außenbereich, über dem Ausgang aus dem Keller, so ein Ding gebaut, wie so ein Schutz, Splitterschutz hieß das damals, damit man, wenn man da rauskam, nicht schon den Splittern ausgesetzt war. An die Angriffe kann ich mich durchaus, ich habe auch das Geräusch, wenn diese Verbände über Koblenz, und dann gab es noch bestimmte Geräusche, da konnte man, als Kind hat man das, habe ich das so noch in Erinnerung, dass die Erwachsenen sich unterhielten und sagen, das Geräusch bedeutet, sie fliegen weiter. Das war wahrscheinlich der Höhe geschuldet, dass man die Geräuschkulisse anders wahrgenommen hat. Aber durchaus auch das Zischen, wenn die tatsächlich mal Bomben, wenn das runterkam. Waren auch Ängste, auch als Kind. Durchaus. Koblenz war im November 1944 eine unbewohnbare Stadt. Da brach ja die ganze Wasserversorgung zusammen. Und wir sind dann, das Bild habe ich auch durchaus ständig präsent, wenn ich mich an die Zeit erinnere. Damals existierte die sogenannte Adolf-Hitler-Brücke über die Mosel. Und ich weiß, dass ich in Begleitung meiner Eltern und meines 2 Jahre jüngeren Bruders auf der Brücke stand. Wir haben zurückgeguckt und haben genau in das brennende Koblenz geguckt. Wir sind dann zu Fuß weiter bis Metternich.
Da existierte damals eine Firma Kohns, die hatten eine Straßenbaufirma. Und mein Vater war Architekt und der hat zu der Zeit Kontakt gehabt zu diesen Leuten. Und da hatten wir die erste Notunterkunft. An dem 6. November, da weiß ich noch, da haben wir auf der, draußen auf der Straße gestanden in Braubach, nachts, und haben den Himmel gesehen, da über Koblenz. Riesig rot. Gell? Das war der Bombenangriff da. Den haben wir von da aus können sehen. Also sehr schlimm war. Man hat das nicht verstanden. Nee. Man hat das, ja, das hieß immer, die dreckige Engländer oder die sowas, gell? Aber richtig verstanden hast du das nicht. Das hast du schon mitgekriegt, wenn das gedonnert hat und gerumst, gell? Das Braubach ist 10 Kilometer weg von Koblenz oder 12. Das hörst du, gell? Das hörst du. Und dann, ja, auf einmal sind wir immer, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kam, wir sind rausgegangen und sind dann immer auf die Straße und von der Straße aus konntest du genau darüber gucken. Da war der Himmel blutrot, gell? Also das war schon. Da haben wir, hat meine Mutter noch gesagt, können wir froh sein, dass wir nicht da unten sind jetzt. Gell? Mhm. Die haben eigentlich noch Glück gehabt in ihren Preisständen. Da war nur, ich weiß nur, unten auf dem Markt war ein Haus. Ja, und dann die Kreuzkirche, die war natürlich kaputt. Das war die Hauptding. Aber alles andere, das, und zwar, die konnten da nicht so gut ranfliehen. Gell? Die kamen hier über Arzheim, hier rüber. Meine Frau, die hat ja hier gewohnt, gell? Hier in dem Nebenhaus. Gell? Die hat immer gesagt, mir Hand hat genau gehört, wenn die Bomben abgeworfen haben. Das Zischen oder was, gell? Wenn die drunter sind, gell? Hier über Arzheim haben die abgeschmissen. Und dann sind die, und Ehren Breitstein hat dann mit denen im Totenwinkel gelegen, das hat nicht so viel mitgekriegt. Da haben sie Glück gehabt, gell? Über die Favendörfer Brücke sind wir zu Fuß gelaufen. Da waren überall so Löcher drin, im Bürgersteig, wo die Bomben reingefallen sind. Die sind nicht auf der Brücke explodiert, sondern durch und in den Rhein. Und die Löcher haben die nur mit so einer Schaltafel abgedeckt, damit es nicht drin fällt. Gell? Das weiß ich noch, da waren jede Menge, gell, davon. Und ich weiß nicht, ob die noch heute finden oder ob die schon früher rausgeholt sind worden, irgendwie, gell, die Munition da. Es war an dem Tag, als da die Bomben über Koblenz fielen, Fliegeralarm, und zwar schon relativ früh. Und mein Vater sagte, er habe am Himmel schon gesehen, dass eine rote Kugel runtergelassen wurde. Das war oft so, da kam ein einzelner Flieger früher, der ließ so eine rote Kugel runter. Das hieß für die Geschwader, die danach kamen, ihr seid jetzt am richtigen Ort, wo ihr bombardieren sollt. Und dann, ehe das losging, kamen noch Christbäume. Das nannten wir alle so Christbäume. Das waren so Leuchtraketen am Himmel, die ziemlich genau den Platz, der zu bombardieren war, markierten von oben. Und an dem besagten Tag, meine Mutter und meine Schwester waren, wie gesagt, in Spey, weil die sich mal erholen mussten von ihren ewigen Ängsten. Die schliefen nicht mehr, die aßen kaum noch. Und da sind mein Vater und ich dann hinten Gartentürchen raus durch diesen stinkenden Qualm durchgelaufen und sind von hinten in den Hof der Klosterbrauerei. Und da sind wir rein und die Klosterbrauerei hat ja 3-4 Keller untereinander tief in der Erde. Und der unterste Keller war der Luftschutzkeller. Und dann dauerte es ziemlich lang, bis endlich Entwarnung war.
Und mein Vater und ich liefen dann über die Trierer Straße, weil das dann schneller ging, um zu gucken, steht unser Haus noch. Von vorne war gar nichts zu sehen, das war schon beruhigend. Und drumherum die Häuser standen auch. Und das war dann also, und dann sind wir in den Garten und ums Haus rum und waren heilfroh, es stand noch. Es waren nur 6 Häuser, die da bebaut waren. Alles andere waren Gärten. Und auf diesem Stück sah man über dem Himmel ja, Flammen, Licht, brennendes. Und es lag auch eine Staubwolke in der Luft, die man schon mit beim Atmen mitbekam. Ein Brandmeer über der ganzen Stadt. Und daneben sah man in den Flammen auch noch Gebäudereste stehen. So Stücke von Fassaden mit leeren Fensterhöhlen. Und tief gestaffelt, es war uns gleich klar, das ganze innere Koblenz ist zerstört. Man war sich auch zunächst nicht im Klaren, wie viele Tote es gegeben hat. Es wurden immer noch mal welche gefunden, die in Kellern gewesen waren. Aber die meisten waren sicher geblieben, denn in der Stadt gab es einige gute Luftschutzkeller. Ja, das sind so Erinnerungen, die mir da kommen.